שלום עליכם, wir lernen weiter Tariag Mitzvot. Heute Mitzvah 421 Mitzvot Tfilin shel Yad. Eine Mitzvah, dem Tfilin zu bünden auf unsere Hand. Es ist zwei Mitzvot. Tfilin shel Yad und Tfilin shel Rosh. Jetzt bei Mitzvah 421 Es ist Tfilin shel Yad. Und so steht geschrieben in die Torah, in die Abschnitt von Shema Israel, Ukshartam le'ot al yadecha, und binde sie zum Zeichen an deine Hand. Und sie, also und der andere ist zu legen auch zwischen auf dem Kopf. Zwischen die Augen. Also es gibt Tfilin von dem Arm, Tfilin shel Yad, und es gibt Tfilin shel Rosh. Jetzt sprechen wir mit Gottes Hilfe über Tfilin shel Yad. Es gibt Mitzvot in die Torah, diese Mitzvot heißen Ot. Ot bedeutet Zeichen. Shabbat ist ein Zeichen, Brit Milah ist ein Zeichen, Tfilin ist ein Zeichen. Das zeigt auf eine Bund, auf eine Knote, auf eine Kescher, auf eine Verbindung zwischen der Jid und Hashem. Es ist eine Mitzwe für jeden Jid ab 13 Jahre. Oder besser zu sagen, zwei Monate früher beginnen zu üben, zu legen Tfilin jeden Wochentag. Vom Sonntag bis Freitag. Jeden Morgen. Die Tfilin sind zwei Kapseln, Batim, Häuser, viereckig aus Leder von einem reinen Tier. Eine wird gebunden an dem Arm, Tfilin shel Yad. Und eine auf dem Kopf, Tfilin shel Rosh. Beim Tfilin shel Yad, in diesen Box, gibt es eine lange, lange Schriftrolle Pergament, also eine Pergament, eine, wo dort stehen vier Abschnitte von der Torah, von 2. Buch Mosche 13, von weiter und von 5. Buch Mosche, also gibt genau Einzelheiten von Schmott 13 und 1 bis 10, 11 bis 17, 5. Buch Mosche 6, 4 bis 9, 11, 13 bis 21 und es wird verteilt alles eine nach dem anderen. Der Tfilin shel Yad wird gebunden mit Riemen, mit Rezuot, auf dem Arm. Normalerweise legt man das auf die linke Seite gegenüber das Herz. Warum lege ich auf die rechte Hand? Weil ich bin ein Linkshänder. Und jeder legt das auf seine schwache Hand. Da links ist meine starke Arm. Und wir wollen bei dem Tfilin unsere Schwäche disziplinieren und zähmen und erziehen, legt man immer Tfilin auf die schwache Hand. Wenn jemand macht seine Unterschrift mit rechts, legt er sein Tfilin auf links. So machen alle Juden. Aber es gibt auch Leute, die Linkshänder sind. Es ist meistens geerbt von Opa oder so. Dann legt man auf den rechten Arm. Mein Sohn Moti ist Linksarm. Mein Enkelsohn soll gesund sein, Mendel ist auch Linkshänder und mein Opa mutterlicherseits, der Label Lipsker, war auch Linkshänder und einer von den Onkels war auch ein Linkshänder. Gut, es ist zwei Mitzvot, Tfilin shel Yad und Tfilin shel Rosh. Auch wenn ein Mensch hat keinen Arm, muss er legen Tfilin auf den Kopf. Man legt nicht Tfilin am Shabbat und am Feiertag, weil Shabbat an sich ist schon ein Zeichen und schon ein Bund
Und da braucht man nicht zwei Zeichen. In die alten Zeiten, wo unsere Körper war edel, sauber, rein, ohne Blühungen, Entschuldigung, ohne Verdauungsprobleme. Die Juden haben gesessen, stundenlang, jeden Tag mit dem Talit und Tefillin. Und sie haben damit auch gelernt, Torah und alles gemacht. Die Idee von dem Tefillin ist, unseren Pflichten zu widmen und zu schenken, unseren Handlungen und unsere Gedanken zu Hashem, in jeder Zeit. Und es ist ein permanentes Signal und Erinnerung, nicht sich niederwerfen zu der Diktierung von der bösen Trieb. Genauso wie Hashem ist stolz auf sein Volk und Hashem selbst legt auch Tefillin und in sein Tefillin steht geschrieben Miki Amcho Yisrael Goyechot Boyoretz, so müssen wir auch zeigen unseren Stolz und Proud auf Hashem und diesen Pflicht, dass wir sind auf Hashem so froh und stolz, zeigen wir, dass wir in dem Tefillin legen, dem Abschnitt von Schma Israel. Und nun möchten wir lesen, was steht geschrieben in dem Sidur, also jeden Morgen beim Anziehen der Tefillin, der Gebetskapseln, sagen wir, ich beabsichtige beim Tefillinlegen zu erfüllen die Mitzvot von meinem Schöpfer, dass er hat uns befohlen zu legen Tefillin. So wie es steht geschrieben, vier Abschnitten, Schma, Vojo im Shomoya, Kadesh, Vojo ki Yivyacho. Dass in diesen vier Abschnitten gibt die Einheit Gottes und sollen wir erinnern die Wunder, dass er hat uns getan, als er hat uns rausgenommen von Mitzrayim, dass er hat dem Kraft und die Herrschaft in Himmel und in Erde zu machen, alles was er will. Vetzivonu leoniach al hayad. Hashem hat uns befohlen zu legen auf der Hand, auf dem Arm, zum Andenken an seinen ausgestreckten Arm. Und das ist gegenüber Nähe am Herzen, damit wir die Gelüste und Gedanken unserer Herzens seinen Dienst, gelobt sei er, unterordnen. Und auf dem Kopf, denn sitzt das Verständnis, damit meine Seele dort und von diesen Tefillin sollen wir leben mit guten Gedanken, dass der Trieb soll uns nicht verführen und nicht erregen und soll er uns lassen, Ruhe im Herzen zu dienen, unsere Hashem, ohne Probleme, ohne Zorges. Gut. Die Idee ist die, die ganze Gesetze von dem Tefillin, was wir haben, es ist alles Halacha le Moshe Misinai, das ist Tradition von der mündlichen Lehre. Sie sollen sein mit schwarzer Tinte und wie soll man das legen und wie soll man das tun und so weiter. Deshalb, Tefillin legt man ab morgen früh, wenn es wird hell, bis Sonnenuntergang. Wenn ihr seht manchmal auf die Straße, so spät Nachmittag, Leute, die suchen noch andere Leute, Tefillin zu legen, das ist in Ordnung, weil bis Sonnenuntergang kann man legen Tefillin. Aber Tefillin legt man nicht am Shabbat, am Feiertag, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, aber an die Feiertage von unseren Weisen
Chanukka, Purim, legt man Tfilin. Also sei vorsichtig, an Feiertage von unseren Weisen, definitiv legt man Tfilin. Und deshalb, wenn ein Mensch will legen Tfilin, braucht er auch Guf Naki, ein reines Körper. Und früher muss er natürlich sich befreien von alles, also morgen früh zum Beispiel, soll er sein sauber und erst später die Hände zu waschen und zu legen. Und diese Mitzwa, Tfilin zu legen, ist in jedem Ort, in jeder Zeit bei Männern, nicht bei Frauen. Weil es ist eine Mitzwa, eine Gebot, die Mitzat mit Zeit abhängig. Und eine Frau legt nicht Tfilin. Und alle große Zitkaniot, alle große Frauen in der Geschichte haben nicht gelegt Tfilin, Frauen, nur die Männer. Wir haben noch nie gesehen in der Geschichte, dass Frauen, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, Esther, Avigail, Hulda, Devorah, sie haben nicht gelegt alle Tfilin, meine Mutter, meine Frau, meine Oma, die Frau von Lubavitcher Rebbe, die Frau von Maimonides, die Frau von Gaon von Vilna, die Frau von Baal Shem Tov. Niemand hat gelegt Tfilin. Es ist eine Sache nur von Männern und nicht von Frauen. Und es gibt noch in die Halacha, dass bei Frauen Tfilin ist noch mal verboten, weil sie müssen auch achten, nicht dem Tfilin legen, während ihre Körper ist in ihre Zeit von Dinida. Also deshalb, Frauen legen kein Tfilin, aber eine Frau muss sorgen, dass ihr Sohn und ihr Mann soll legen jeden Tag Tfilin. Das ist ihre Pflicht und sie muss dazu sichern, auch wenn die Mutter ist alleine Erzieherin oder Witwe oder wie auch immer, sie muss darauf bestehen, dass ihr Sohn ab sein Bar Mitzwa soll jeden Tag legen Tfilin. Shkoyach.